Die deutsche Nationalmannschaft nimmt es im Testspiel in der Red Bull Arena in Leipzig mit der tschechischen Nationalmannschaft auf und es ist ja keine B11, aber es ist doch trotzdem schon eine sehr provisorische Mannschaft der Doppel-, Dreifach-, Vierfachbelastung geschuldet, aber eben auch der Experimentierfreudigkeit der Situation aktuell von Jogi Löw, der diese Herausforderung annehmen möchte. Gegen Tschechien aber wurde es nicht einfach, gegen die Nachbarn östlich von der Bundesrepublik wurde es ziemlich schwer. Vor allem auch schon in der Anfangsphase, 10. Spielminute, Wydra, der Mittelstürmer mit der ersten Möglichkeit, testet hier mal Kevin Trapp, der noch parieren kann. Aber Deutschland hatte sich nicht so richtig gefunden, dieses Testspiel auch von vielen eher als eine Last empfunden. Tschechien haute hier alles rein und ging dann durch Lukas Masopust in der 12. Minute auch in Führung. Vollkommen verdient zu diesem Zeitpunkt. Deutschland auch schwach sortiert in der Defensive. Es war diese Dreier- respektive Fünferkette, die aber nicht so wirklich funktionieren wollte. Deutschland jetzt aber mal mit Zug nach vorne. Auch schon fast eine halbe Stunde gespielt. Wurde also Zeit, Jonas Hofmann zu Gündoğan. Aus der zweiten Reihe, fast dritten Reihe, testet Pavlenka, der einzige Spieler des SV Werder Bremen, der zur Nationalmannschaft freigestellt wurde, eben weil das Spiel gegen Deutschland in Deutschland stattfand. Aber trotzdem machten es die Tschechen besser. Standardsituation aus dem rechten Halbfeld, da kommt auch der Torschütze des 1:0 am besten an den Ball. Dieser Aufsetzer ist für Kevin Trapp aber nicht gefährlich. Noch nicht ganz Pause. Ein weiteres Mal die Tschechen. Masopust sehr umtriebig. Kufal mit der Flanke. Jankto, der linke Mittelfeldmann, mit dem Kopfball. Zeigte hier gegen Henrichs und Tah in doch ziemlich überzeugender Manier, dass sie es etwas mehr wollten. Es ist, wie gesagt, nur ein Testspiel. Nichtsdestotrotz hätte man hier ein bisschen mehr erwarten können. Am Samstag geht es für die deutsche Nationalmannschaft dann ja gegen die Ukraine weiter in der UEFA Nations League. Da hätte man hier doch etwas mehr erwarten können. Tschechien komplett befreit von allen Sorgen, machte weiter gut mit. Dokal Wydra, 0:2 in der 68. Minute. Matej Wydra ist in der ersten Halbzeit noch der zweite Sieger gewesen gegen Trapp. Diesmal überlistet er ihn. Und Jogi Löw wunderte sich, was hier eigentlich los war. Deutschland probierte es nochmal in der Schussphase heranzukommen. Viel kreierten sie aber weiterhin nicht. Viertelstunde noch knapp auf der Uhr. Florian Neuhaus zu Waldschmidt. Doch Pavlenka hat keine Probleme. Bleibt zu null in dieser Partie. Tschechien gewinnt verdientermaßen mit 2:0. Schlägt Deutschland vollkommen verdient in Leipzig. Und Deutschland, da muss eine Leistungssteigerung her am Samstag gegen die Ukraine. Sonst wird das nichts mit den Punkten.